Herzlich willkommen zum neuen Video hier bei Copter Pro. Heute erzähle ich euch mal, wie man den H520 oder den H520E oder generell jede Drohne über Winter einlagert. Also, natürlich müsst ihr die Rotoren von der Drohne abmachen. Das ist immer gut. Lagert die separat. Klappt den Copter ein, wie ihr das beim H520 kennt. Dann, ganz wichtig, macht den Akku aus der Drohne und aus der Fernsteuerung raus und legt diese separat von der Drohne und der Kamera in einen Alukoffer, in irgendein kleines Behältnis, was relativ stabil ist, und macht Löschgranulat für Lithium-Akkus da rein. Das bedeutet, wenn die Akkus irgendwie anfangen sollen zu blähen, zu brennen, zu explodieren, wir hatten den Fall zwar noch nicht, aber dann seid ihr wirklich geschützt und die Drohne erleidet keinen Schaden. Was ihr bestimmt im vorherigen Video schon gesehen habt zum Thema Akkupflege, ihr solltet die Akkus auf 30% Spannung lassen. Sprich, wenn ihr hingeht und lagert die über Winter eine längere Zeit ein, guckt, dass ihr 30% Spannung bei den Drohnenakkus als auch bei den Fernsteuerungsakkus habt und lagert die separat. Dann ist euer Copter safe und ready für den Winter. Packt das Ganze irgendwo hin, wo es relativ trocken ist, jetzt nicht vielleicht in einen nassen Keller oder sonst was, in eine Abstellkammer, in ein Büro, wo es, ich sage jetzt mal so, roundabout 20 Grad hat, dann seid ihr wirklich safe und euer Copter ist nächste Saison noch voll einsatzbereit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch einen kurzen Einblick geben, wie man die Drohne über Winter einlagert. Falls ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert uns, aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Gebt uns einen Daumen hoch und wenn ihr noch andere Videos sehen wollt, Themenvorschläge für uns habt, schreibt es in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Alex von Copter Pro.